Das Promi-Geflüster heute mal wieder ganz aktuell, denn sonntags im ZDF gibt es immer wieder mal Herzschmerz, sage ich jetzt mal, so zum Wochenendausklang. Liebesgeschichten werden erzählt. Zum einen waren es früher mal Rosamunde Pilcher, jetzt aktuell immer mal wieder Inga Lindström. Und die Inga Lindström-Range gibt es schon seit 2004, wenn ich da jetzt so richtig nachgerechnet habe, und sind so um die 90 Verfilmungen schon entstanden. Und die aktuellste, die nennt sich Hochzeitsfieber. Und da sind zwei der Hauptdarsteller heute Morgen schon sozusagen bei der Aufzeichnung bei mir zu Gast. Zum einen die Magdalena Höfner und der Jonas Minte. Und die hole ich jetzt mal mit dazu. Hallo und herzlich willkommen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, genau. Wir sind eigentlich, wie gesagt, ganz aktuell, denn schon jetzt am Sonntag ist es soweit. Die neue Verfilmung Inga Lindström, ich habe es gesagt, in Schweden wurde gedreht, oder? Wie waren die Arbeiten? Wer möchte? Magdalena, bitte. Die waren traumhaft, tatsächlich. Es war wie so 4 bis 5 Wochen Landschulheim. Also wir hatten unglaubliches Glück mit dem Ensemble, mit dem ganzen Team, der ganzen Crew. Das war wirklich Traumbedingung. Oder, Jonas? Ja, war super. Vor allem hatten wir auch sehr, sehr gutes Wetter. Ja. Und Leute, die dort wohnen und die eigentlich fast jeden Film begleiten, haben uns gesagt, dass das nicht unbedingt so ist, weil wir hatten, glaube ich, immer so um die 25, 26 Grad und Sonne. Aha. Was ja nicht ganz unwichtig für Lindström ist, dass die Sonne scheint. Und es hat wenig geregnet. Ich war vor 6 Jahren schon mal dort und habe in Lindström gedreht. Okay. Und da hatten wir zum Beispiel massive Regenprobleme. Also da wurde der Drehplan, glaube ich, 17 Mal geändert, weil es nur geregnet hat und man konnte einfach diese Bilder natürlich nicht so gut verkaufen. Das ist klar. Und dieses Problem hatten wir dieses Jahr nicht. Ja, und wir waren über Midsommer da, wo die Nächte extrem lang sind und kurz und die Tage so lang sind. Und man wusste nie, geht die Sonne jetzt unter oder geht sie schon auf? Das war echt unglaublich schön. Ich hatte es gerade mit Magdalena gerade im Vorgespräch schon gehabt, kurzen Einstiegsszenen, wie man gleich sieht zu Beginn, ich habe so in der Mediathek schon ein bisschen vorschauen können, da sind so die Häuser und die Gegend, da erinnert so ein bisschen an Michel aus Lönneberger. Ne? Ist das so? War das die Ecke? Oder gut, die haben alle so schöne Häuser da, glaube ich. Ne? Magdalena, ja. Wie war's? Alles ist da, wie im Bilderbuch. Man hat das Gefühl, man fällt in so einen Astrid Lindgren-Film rein oder in so ein Buch. Es war wirklich so ein Kindheitsflashback für alle, die das früher immer angeschaut haben oder gelesen haben. Und ich habe den, einer unserer Fahrer ist dorthin und der meinte, dass im Boden irgendein Extrakt, der, glaube ich, ein Nebenprodukt war, die Häuser so rot macht. Und dass das quasi die billigste Art ist oder damals die billigste Art war, die Häuser farbig zu gestalten und überhaupt anzustreichen. Und deswegen ist da alles rot. Und die Leute, die mehr Geld hatten, die haben sich dann Farben leisten können wie gelb oder so. Wie auch die Villa Kunterbunt von Pippi Langstrumpf. Die ist ja auch nicht rot. Ja. Richtig. Ja, wenn man jetzt ein ganz klein bisschen in die Geschichte eindringen darf, was dürft ihr denn schon verraten? Worüber können wir denn ganz kurz mal sprechen und die Zuschauer heiß machen, dass sie am Sonntag dann auch dabei sind, ne? Na, ich glaube, wir können sagen, dass es... Ich habe mal hier ein paar Bilder vorbereitet. Oh, ja. Meine Vespa, ich liebe sie. Genau, da bin ich unterwegs und habe eine kleine Begegnung mit dem Herrn, der mit dem Interview hier sitzt. Und wir werden aufeinandertreffen. Ich werde aber auch noch auf zwei andere Herren treffen. Genau, da haben wir ihn nochmal, genau. Ja, da ist er. Ja, Jonas, das stimmt. Genau. Ja. Genau, Jonas hier. Also es spielt in einem Hotel, kann man sagen. Das darf man sagen. Genau. Das dürfen genau, wir sagen, glaube ich auch. Genau, es spielt in einem Hotel, was meiner Mutter gehört. Genau, und, da haben wir euch beide nochmal. Genau. Und du spielst Kontrabass in der Reihe, oder? Was schon hat wär's. Was hat er damit zu tun? Nee, ich bin Musiker. Also ich bin, wie gesagt, ich bin der Sohn von Victoria, der das Hotel gehört, in das Magdalena oder Lena, die Rolle Lena dann kommt. Das ist vielleicht schon ein bisschen zu viel. Na, das ist ganz am Anfang, das ist kein Spoiler. Okay.
Oder Genau. was ist zu viel? Dieses Bild verrät vielleicht schon zu viel, oder? Das Nö, verrät ist eine zu viel, aber es verrät Möglichkeit. jetzt auch nicht alles. Okay. Ja. Und dann habe ich Also, ja. die vier Protagonisten da noch, genau, richtig. Genau, mit Laura Ja. und Julian. Ja. Ja, kriegt er einen, ja, einen berühmten Gast ins Hotel, ne? Genau, Genau, die richtig. berühmteste Genau, schwedische es geht Sängerin, grundsätzlich, Ylvi. genau, es geht grundsätzlich darum, dass dieses Hotel massiv runtergewirtschaftet wurde und Lena bzw. Magdalena sich ausdenkt, dass wir da Hochzeiten veranstalten könnten, um das Ganze so ein bisschen wieder in die schwarzen Zahlen zu bekommen. Und darauf habe ich überhaupt keine Lust. Und dann ist der erste Gast, ist eben besagte Ylvi Schwedens Mega Superstar. Okay, sehr gut. Und dann wird es natürlich das Ganze wieder, ja, endet mit einem Happy End, sagen wir mal insgesamt, ne? Genau. Da, davon ist auszugehen, ja. Richtig. Nicht Weil für das. alle vielleicht, aber aber Genau, aber einige das doch. sowas gehört ja am Sonntagabend, denke ich mal, zum Wochenendausklang einfach dazu. Schöne Geschichten, schöne Genau. Gegenden und alles wird gut. Ja. So soll es sein. So soll es sein, genau. Ja, was macht ihr beiden denn sonst, wenn ihr jetzt nicht so ein gemeinsames Projekt habt? Wo seid ihr sonst anzutreffen? Ich glaube, bei Jonas habe ich jetzt schon wieder was auf seinem Instagram-Profil gesehen. Gehört neu dazu, jetzt bei Morden im Norden, oder? Das ist richtig, ja. Da bin ich jetzt als neuer Hauptkommissar eingestiegen zu dieser Staffel. Also das ist die 9. Staffel, die gedreht wird. Und genau, da bin ich jetzt fest im Team seit Juni, seit wir aus Schweden zurück sind. Ach, Quatsch, nee, seit Juli drehe ich da. Ja, das ist im Moment so mein Hauptaugenmerk irgendwie. Das wird auch in Hamburg gedreht. Da ich in Hamburg lebe, ist das irgendwie super. Da bin ich. Hoffentlich auch nächstes Jahr noch. Ja, bestimmt, bestimmt. Bestimmt. Jo, na, wenn ich jetzt gerade hier mal so ein bisschen, wir können gerade mal ein bisschen blättern, ich habe hier mal nebenbei dein Instagram da aufgemacht. Fußball, Um was hat es Gottes da damit Willen. auf sich? Ja, das war ein Benefizspiel. Da habe ich meine alten, ich bin ja großer Fußballfanatiker und da durfte ich mit Ailton und Ivan Klasnitz spielen. Okay. Was eine große Ehre war. Dann Haben wir haben für wir einen hier, wie guten Zweck gesagt, hier gekickt. das Team von Von Morgen im Norden. Morden im Norden, genau, richtig. Dann hier eure Yay! Dreharbeiten aus Schweden, ne? Ganz Das ist genau. unser, genau. Ja, und dann sind es auch verschiedene Serienrollen auch bei dir gewesen, wo du mit dabei bist. Und Ja. ja, immer mal wieder ja, große Geschichten. Auch hier so ein Märchenfilm kommt mal mit hinzu, ne? Ganz genau. Genau, der war auch sehr schön, der Märchenfilm. Dann habe ich ja eine kleine Rolle im Tatort in Göttingen, die auch immer wieder regelmäßig wiederkehrt. Da kommt jetzt auch dann Das irgendwie Anfang des Jahres ein neuer. sieht nach Soko, Du. Soko Leipzig aus, ne? Das war gerade, ja, das war Soko Leipzig, glaube ich, ja. Sehr gut. Wobei ich muss sagen, dass ich meinen Instagram-Account wirklich nicht regelmäßig fütter. Ja, woran liegt's? Alle. Zeitprobleme oder? Nee, gar nicht, aber ich denke mir, ich weiß nichts, nicht so, also ich mag es schon gerne, aber ich weiß nicht, ich sehe, also ich, wenn, klar, wenn was gesendet wird, dann werde ich das, dann kommt es irgendwie drauf und dies und das, aber ansonsten, ich gucke da auch jeden Tag irgendwie drauf und was die Okay. anderen so machen, aber manchmal fehlt mir die Muße, das selbst zu tun, keine Ahnung. Ja, klar, Vielleicht klar. ändert sich es ja noch. Okay, sehr gut. Nee, aber da findet man dich, wenn man jetzt ein bisschen mehr über dich erfahren möchte, dann kann man unter anderem hier schauen und natürlich gibt es Homepage auch, oder? Nee, die gibt es also in der eigenen Homepage. Es gibt nur meine Agent, also Die es gibt nur meine Agentur dann, Agentin, alles die, klar, genau, genau, die okay, gibt es sehr ja. schön. Ja. Ja, und bei Magdalena, wie schaut es denn da aus? Was haben wir da für Vorlieben? Ich habe noch ein bisschen was gesehen. Du fotografierst sehr gerne, hast bestimmt dann tolle Genau. Bilder in Schweden auch gemacht nebenbei, oder? Tatsächlich war da gar nicht so viel Zeit. Ich habe meine Fotokamera nicht dabei gehabt, Okay. weil ich in doch recht vielen Bildern mit drin sein durfte und das ging dann wirklich von morgens bis abends durchgängig. Und dann flitzt man immer schnell zum Kostüm, zieht sich um, Maske, zack, zurück.
aber mit dem Okay. Handy habe ich einige geschossen. Einiges. Na, gucken wir mal bei dir da ein bisschen rein, wenn es Ach du recht ist. Heiliger. Schau mal. Macht so schön schon mal die Werbung dafür. Genau. Hochzeitsfieber im, Ach aus ja, dem das war Fernsehprogramm, genau. Und dann kommt auch nochmal hier ja. schön in deine Vespa. Fährst du selber Genau. privat auch Vespa? Hast du da? Nee, ich habe es da gelernt tatsächlich. Unser Okay. Regieassistent Thomas hat mir das beigebracht Aha. und das hat so Spaß gemacht. Okay, sehr gut. Ja, das irgendeine Aufnahme in Neue Berlin, glaube ich, von der Bilder. Agentur, ne? Irgendwas, ne? Von der Genau. Steffi Henn, Aha. genau. Dann. Das war in Ostfriesland. Vor, ich Okay. glaube, 2 oder 3 Wochen durfte ich Aha. da den Drehtag verbringen. Es hat sehr viel Prima. Spaß gemacht. Prima. Das war von was für ein Projekt war das? Das war für einen Ostfriesland-Krimi. Da gibt es ja diese Reihe, Ja, genau. was auf einer Buchreihe basiert. Genau. Und das war ganz cool, weil ich da durch Oldenburg durchgefahren bin, wo ich ja auch mal am Staatstheaterfest war. Da war das ein Dann bisschen heimatlich. haben wir hier Gastrolle die Die jungen jungen Ärzte, oder? Ärzte. Das war in Okay. Erfurt. Das war auch ein sehr schöner Tag. Ja, also einiges auch, was bei hier Magdalena Ja, passiert, da mache genau. ich Werbung für unseren Regieassistenten, der unglaublich gut zeichnen kann. Okay. Wow. Sehr schön. Auch so verrückte Dinge müssen rein. Oder auch hier Ja, sowas mal, natürlich. ne? Ja, sowas Genau. macht Spaß. Spaß muss sein, genau. Und reiten tust du ja auch, oder? Das war bei einer Freundin, die hat ein Pferd und da durfte ich mich drauf schwingen. Sehr schön. Ja. Gut, prima. Also, die Zuschauer, wenn sie was wissen möchten oder ein bisschen am Leben teilhaben möchten von euch, dann immer gerne bei Instagram. Über Instagram, Da genau. sieht man Das dann ist eine was. gute Genau, dann holen wir den Möglichkeit. Jonas wieder hinzu. So ist es, genau. Seid ihr euch eigentlich vorher schon mal ja, beruflich ja, begegnet, bestimmt, aber ihr seid in ähnlichen Projekten, aber zusammen gedreht? Weiß es nicht. Wie sieht es aus? Was waren Haben wir noch schon nie, Projekte? ne? Nee, haben wir tatsächlich noch nie. Ja, wir haben uns in Schweden kennengelernt. Ja, wir sind immer Okay. so knapp aneinander vorbeigeschraubt, haben wir im Nachhinein festgestellt, dass Aha. einer mal dafür geplant war und dann wurde doch, ging es terminlich nicht Ja, oder so, ja. aber richtig getroffen haben wir uns erst in Schweden. Ja. Gibt es da irgendwie Projekte darüber hinaus jetzt, wo ihr euch vielleicht mal wieder ja, vor der Kamera gemeinsam steht? Ist da schon was in Vielleicht bei der Planung vielleicht unter Fortsetzung. Umständen? Bitte? Wie bitte? Ich sage, ist da irgendwas in Planung unter Umständen? Also würde ich jetzt, weiß ich jetzt gerade nicht. Also akut glaube ich nicht. Es ist irgendwie Noch so, nicht. ist natürlich dann. Bitte? Noch nicht, sage ich. Es kann, nee, es kann natürlich noch kommen. Ja, Ja. das wäre schön. Aber es ist natürlich ein, also es auch ein. Es wäre schon ein, also natürlich sehr, sehr schöner, aber auch ein großer Zufall, wenn man dann irgendwie wieder zusammen arbeitet. Also klar, es kann natürlich sein, dass jetzt, wenn Menschen den Film sehen, auch aus der Branche und sagen, ach komm, das hat ja super funktioniert, irgendwie die Verbindung zwischen den beiden, dass man sagt, man möchte das auch in anderen Formaten besetzen, dann auf jeden Fall. Aber ansonsten ist es natürlich so, dass leider, also was heißt leider, ist halt so, dass es so viele Schauspieler und Schauspielerinnen gibt, dass es schon ein großer Zufall wäre, wenn wir jetzt wieder bald zusammendrehen, aber es ist, ich finde es nicht ausgeschlossen. Ja, Vielleicht und ich kommt auch finde es irgendwie. wunderschön. Ja, wunderschön finde ich es auch. Also meine große Hoffnung ist ja, dass Magdalena zumindest für eine Episodenrolle zu Mord im Norden kommt, mal bald. Ja, warum denn nicht? Genau, das könnte doch gut Nee, also hinhauen, oder? wirklich. Ja. Absolut. Ja. Absolut. Sehr schön. Ihr macht auch viel Theater, gell? Beide. Steht auch auf der Theaterbühne. War ja jetzt letztes Jahr wahrscheinlich auch eher etwas zurückhaltend, das Ganze. Da war ja eigentlich gar nichts, oder? Durch Ja, das Corona. war schlecht. Aber jetzt Also ich hatte eine Produktion. so langsam wird es wieder losgehen, oder? Wie schaut's aus? Ja, also ich kann es schwer sagen. Ich hatte letztes Jahr eine Produktion, die wurde dann wirklich abgesagt. Die war im November, Dezember hätten wir gespielt. Aha. Das war unmöglich. Die liegt so ein bisschen auf Halde und Okay. soll Ende nächsten Jahres laufen. Aber es fängt wieder an. Wobei wir, ich glaube, ich spreche da jetzt für uns beide, wir ja irgendwie nicht mehr fest an irgendwelchen Häusern sind und im Moment natürlich so die ganzen Theater mit Gästen eher vorsichtig sind, weil sie genug damit zu tun haben, so ihre eigenen Leute, die fest engagiert sind, zu beschäftigen. Deswegen ist jetzt so im Moment so für freie Theaterschaffende wie uns nicht unbedingt die beste Zeit. Aber ja.
Wobei ich spreche jetzt eher von mir. Wobei mein Fokus liegt auch gerade gar nicht so auf dem Theater. Da habe ich gekündigt, um synchron zu machen, was ich Okay, sehr gerne Synchronsprechen, tue. ja, Jeden Tag, genau. ja. Was Das sind da ist. für Figuren dann bei dir, die du Oh, synchronisierst? das ist das Schöne, dass man da wirklich also ein unglaubliches Spektrum hat, was im Fernsehen natürlich eingeschränkter ist, naturgegebenermaßen, aber also alles Mögliche kann man da sprechen. Ich habe von einer Superheldin bis hin zu einer lustigen kleinen Zeichentrickfigur, da kann man sich wirklich Horrorfilme, Komödien, Liebesfilme, Dramödien, alles Mögliche. Da geht einiges. Das ist total schön. Und man weiß auch oftmals nicht, wenn man zu einem Termin kommt, was ist es eigentlich? Und dann kommt man ins Studio und denkt, ah, okay, heute Horror. Und dann fährt man weiter und dann, okay, Kinderserie. Das ist sehr schön. Aber es sind dann schon Filme mit den richtigen Darstellern oder mit den Originaldarstellern oder auch Comicfilme mal Beides, zwischendurch. alles Mögliche. Alles Also möglich. sowohl mit Menschen gedreht als auch gezeichnet, animiert. Da ist wirklich alles dabei, ganz Okay, bunt. okay. Ja. Ja, ich glaube, das macht schon auch Spaß dann, wenn man so seine Total. Stimme verstellt oder Ja. ja, wie klingt es denn da, wenn du, was gibt es für eine interessante Figur, die zuletzt irgendwie Boah, man darf ja, beim du Synchron darf man ja synchronisiert immer nicht hast? verraten, was man gerade macht, weil man, wenn man ankommt, erstmal 100.000 Formulare ausfüllt, dass man nichts verrät. Okay. Aber das ist schon von der Trickfilmstimme bis hin zu ganz normal. Da ist wirklich ganz viel Okay. möglich. Ja. Sehr gut, sehr gut. Und bei Jonas, was sind's bei dir Ja. so für Projekte, die laufen sonst? Jetzt so momentan aktuell. Aktuell dann jetzt, außer Morden im Norden dann auch, aber ich glaube, da bist du dann gut eingespannt, oder? Da bin ich schon ganz gut eingespannt. Ich stehe aber sonst auch immer mal wieder vorm Mikro. Auch so immer mal wieder für ein NDR oder Hörspiel oder mache recht viele Hörbücher, wo ich so ein paar einlese, die fortlaufend sind. Aber ansonsten ist eigentlich Morden im Norden so der Hauptteil gerade. Okay. Und deswegen, also. Ab wann gehen da die neuen Staffeln dann oder die neuen Folgen dann los, wo du zu Die sehen gehen bist? ja, die, leider erst Anfang 2023. Es gibt Ui. nämlich noch eine komplett, ja, es gibt noch eine komplette Staffel, die noch nicht gesendet wurde. Aha. Ah, das wusste ich auch Die nicht. wird erst gesendet, ich glaube, ab Januar wird sie gesendet. Und ab Januar 2023 wird dann unsere Staffel, oder was heißt unsere ist jetzt, die, wo ich dann einsteige, gesendet. Alles klar, dann können wir ja da nochmal ordentlich dann Werbung machen, wenn es soweit ist. Dann bleiben wir nochmal in Kontakt, Ja, denke ich mal, ne? ich kriege bis dahin auch die Rückkopplungsprobleme auf jeden Fall im Griff. Insofern. Vielleicht können wir uns bis dahin auch mal wieder privat irgendwo oder persönlich treffen, sage ich mal, ne? Ja, Das wäre stimmt. dann auch ganz Ja, gut, ne? Dann müssen wir es das wäre nicht immer schön. alles auf Online-Basis. Aber funktioniert dann ganz gut, die Leitung, würde ich sagen. Freuen wir uns wirklich nochmal auf den kommenden Sonntag mit Magdalena Höfner und Jonas Minte in der Verfilmung von Inga Lindström Hochzeitsfieber, so heißt Hochzeitsfieber, nicht Herzfieber, wird es auch gehen, glaube ich. Ja. Aber Hochzeitsfieber ist es, genau. Und dazu nochmal ein recht herzliches Dankeschön, dass ihr heute früh Vielen schon Dank. Zeit gefunden habt, ein bisschen Werbung zu machen, ein Gerne. bisschen Hat von uns euch zu gefreut. erzählen. Und wie gesagt, wenn man noch mehr wissen möchte, einfach auf die Instagram-Kanäle gehen. Genau. Genau. Ja. Also, dann euch alles Vielen Gute Dank. und bis ganz, ganz Gleichfalls. bald. Gesund Bis bald, bleiben. danke für die Einladung. Viel Spaß beim Ja. Film. Ja. Gerne. Tschüss.